Vielen herzlichen Dank für die Einladung hier am Zentrum für Informationsmodellierung Austrian Center for Digital Humanities im Rahmen der Lunchtime-Lectures sprechen zu dürfen. Ich habe meinen Vortrag dem Format ein bisschen angepasst und möchte Ihnen also, wenn unser Hauptgang vorbei ist, eine themenbezogene Nachspeise servieren, sofern sie den Transport von Wien her überstanden hat. Unser heutiges Menü sieht aus wie folgt. Ich möchte Ihnen zunächst über Memento Mori-Literatur erzählen, aber auch wie wir diese Literatur im Austrian Baroque Corpus aufgebaut haben und zugänglich machen. Der Kurzname für Austrian Baroque Corpus ist Abacus. Dann wird es vor allem um die Annotation gehen, wie sind die Daten aufbereitet worden, schon im Hinblick nämlich auf mögliche Nutzungs- und Nachnutzungsszenarien. Und am Schluss möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben. Als ich zuletzt hier in Graz gesprochen habe, bei der DHD 2015, war unsere Memento Mori-Literatur noch nicht online. Inzwischen ist es aber der Fall. Hier ist jetzt ein direkter Einstieg schon ins Korpus möglich und falls Sie Ihren Laptop mit haben und die Webseite aufrufen, https://acdh.oeaw.ac.at/abacus, dann können Sie diese Abfragen, für die ich heute Screenshots vorbereitet habe, live mitverfolgen. Hier sehen Sie also die Einstiegsseite von Abacus mit einer Menüleiste. Und wenn man hier zum Beispiel Mensch, probier's aufruft, kommt man direkt in das Interface. Wenn man hier beispielsweise das Wort Mahlzeit eingibt, öffnet sich hier eine Konkordanzanzeige. Sie sehen also hier alle Treffer zu Mahlzeit mit dem linken und rechten mit der linken und rechten Kontextumgebung. Es ist von einer Mahlzeit die Rede, von die Mahlzeit, zur Mahlzeit, aber auch von einer kostbareren Mahlzeit und einer göttlichen Mahlzeit. Von dieser aus Einsicht hat man die Möglichkeit, dann hier in den Volltext zu kommen, in die elektronische Version, aber auch in das Faksimile. Und ich habe den zweiten Treffer ausgesucht, weil er sich besonders gut dafür eignet, das Wesen der Memento Mori-Literatur zu erklären. Folgendes Zitat können Sie hier finden. Amon, der königliche Prinz, ist bei der Mahlzeit nichts als fröhlich gewesen, wie dann der Wein ein Arrest ist der Melancholie, also der Wein hält die Melancholie in Schach. Siehe, als er den Becher in Händen haltet, musste sein Leben herhalten. Wer hat's vermeint? Und wenn sich hier alles der Kontext öffnet, sehen wir also, dass es sich um eine Aufzählung handelt. Auch Balthasar, dem König, ist es nicht anders ergangen. Er saß gerade bei einem kostbaren Bankett und als die Gläser leer und die Köpfe voll waren, ist plötzlich ein Gesandter von Gott gekommen und hat ihm den Tod angekündigt. Wer hat's vermeint? Sie sehen also, diese Persönlichkeiten, Prinzen und Könige, werden dazu herangezogen, zu zeigen, dass alle vom Tod ereilt werden können, auch während sie essen und eigentlich dann, wenn keiner damit rechnet, am wenigsten sie selbst. Ich will Ihnen also nicht den Appetit verderben, aber es ist das Wesen der Memento Mori-Literatur, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie sterben müssen. Memento Mori ist also ein Imperativ, bedenke, dass du sterben musst oder bedenke zu sterben. Dieses Memento Mori-Motiv ist kennzeichnend für eine ganze Epoche, nämlich für die Barockzeit. Und die Texte, die wir digitalisiert haben, sind Teil einer reichhaltigen und wertvollen Gattung, die sich eben mit der Vorbereitung auf den Tod beschäftigt. Die Botschaft ist immer die gleiche, alle müssen sterben und um das zu zeigen, werden also Vertreter unterschiedlichen Standes, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters gezeigt und beschrieben. Heute ist diese Literatur in Vergessenheit geraten, obwohl wir dem Motiv noch sehr häufig begegnen. Beispiele dafür gibt es sehr viele, ich habe Ihnen ein Beispiel aus der Steiermark mitgebracht.
Und zwar, hier sehen Sie einen Kupferstich aus einem Werk, das in unserem Korpus sich befindet. Und hier rechts davon gibt es in Grafendorf bei Hartberg eine Friedhofskapelle, die genau dieses Motiv übernommen hat. Auch mit demselben Motto, mit demselben Versen. Das heißt, diese Art von Literatur dient auch als Vorlage in der Malerei. Der Aufbau von dieser digitalen Sammlung von Memento Mori-Literatur war sehr stark von Drittmitteln abhängig. Der Grundstein wurde schon 2010 gelegt mit einem Wissenschaftsstipendium der Stadt Wien. Ausgehend von Abraham Asagra Chiara, 1644 geboren, 1709 verstorben, habe ich damals eben ein Stipendium beantragt, anlässlich seines 300. Todestages. Er war ein Augustiner Barfüßermönch, war hauptsächlich in Graz und in Wien tätig und in Graz erinnert auch heute noch eine Gasse an ihn. Zwei Kriterien waren bei dieser Auswahl von Texten zunächst für uns wichtig. Einerseits sollte Abraham Asagra Chiara am Titelblatt genannt sein und zweitens sind wir diesem Memento Mori Motiv gefolgt, das bei ihm wiederholt vorkommt, nicht nur in seinen Predigten, sondern auch in seinen gedruckten Werken. 2012 ist dann ein Projekt bewilligt worden, texttechnologische Methoden zur Analyse österreichischer Barockliteratur bei der Österreichischen Nationalbank, und damit konnten wir das Korpus noch ein bisschen erweitern. Wir haben dann Drucke aufgenommen, aus denen Abraham Asagra Chiara Textpassagen entnommen hat, und wir haben auch jene Texte aufgenommen, die Abraham Asagra Chiaras Stil imitieren. Seit 2014 läuft das Projekt Totenkult und Jenseitsvorsorge in Wien. Hier nehmen wir auch Texte auf, die zeitgleich in etwa entstanden sind und die auch dieses Memento Mori-Thema enthalten. Die Projekttitel selbst lassen erahnen, dass es uns also nicht vorrangig um den Aufbau eines Korpus gegangen ist, sondern dieses Korpus ist eigentlich mit diesen kleineren Projekten mitgewachsen und hat sich damit entwickelt. Zuerst am Institut für Korpuslinguistik und Texttechnologie und dann am Austrian Center for Digital Humanities. Folgende Personen waren in unterschiedlichem Ausmaß auch daran beteiligt, nämlich Ulrike Zeitschner, Thierry de Klerk vom Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, Matthi Durczo, Barbara Krautgartner, Karl-Heinz Mörd, Daniel Schopper und Eva Wohlvater. Das vorläufige Ergebnis, das für alle sichtbar ist, ist der Kern der Sammlung Abacus, bestehend aus 5 Werken. Ich habe Ihnen hier die Titelblätter und die Kupferstiche zusammengestellt. Sie sehen also hier Merk 7, eine Schrift, die anlässlich des Pesteinbruchs 1679 verfasst worden ist. Man sieht den Tod als Skelettgestalt, der also den Respekt hier mit Füßen tritt, ihm gegenüber die trauernde Vienna. Das Werk, das dann unmittelbar darauf erschienen ist, war Löschwien, um die Seelen der verstorbenen Wiener zu retten. Sie kennen ja die Fegefeuer-Thematik. Dann haben wir noch aufgenommen Augustine Feurigs Herz, eine Predigtsammlung, auch zum Tod bezogen, sowie die Totenbruderschaft, eine Kompilation aus mehreren vorigen Predigten, und die Totenkapelle, die ja angeblich Abraham Asagra Chiaras letztes Werk war. Wichtig war also das Memento Mori-Motiv, Abraham Asagra Chiara und auch der Wien-Bezug, der sich aus der Projektgenese ergeben hat. Im Prinzip haben wir es also mit historischen Sprachdaten zu tun, aus dem Zeitraum zwischen 1650 und 1750. Man nennt die Sprache älteres Neuhochdeutsch, und wir haben eben theologisch erbauliche Literatur digitalisiert im Volltext im XML-Format und gemäß der Richtlinien der Text Encoding Initiative aufbereitet. Das heißt, der Digitalisierungsprozess hat eigentlich beim Scannen der Originale begonnen.
Die werden dann in maschinenlesbaren Text überführt, mithilfe der Optical Character Recognition. Und Sie wissen ja, dass das Probleme geben kann, insbesondere bei der Frakturschrift. Das heißt, es sind mehrere Kollationierungsdurchgänge nötig, bis man von weitgehend fehlerfreien Texten auch ausgehen kann. Es gibt einige wenige Unterschiede zu anderen Sprachressourcen und Textkorpora. Zum einen sind wir dem Erstdruckprinzip gefolgt. Das heißt also, dass wir versucht haben, die möglichst ersten Ausgaben von Texten zu identifizieren, was nicht immer ganz leicht war, weil Abraham Santa Clara sehr viel publiziert hat. Wir sind fündig geworden in der Universitätsbibliothek Graz, in Salzburg, in der Stiftsbibliothek Melk, an der ÖNB. Was unsere digitalen Ausgaben besonders von anderen Texten, von älteren Abraham Santa Clara Ausgaben und sogenannten Blütenlesen, die es ja von diesem Autor auch gibt, unterscheidet, ist die Wahrung des historischen Sprachstandes. Das heißt, wir haben nichts modernisiert oder verändert, sondern wir wollen unseren Rezipienten einen unvoreingenommenen Blick und einen seriösen Blick auf diese zeitentfernten Texte ermöglichen. Der derzeitige Umfang dieser Datensammlung beträgt ca. 200.000 Token. Das ist für ein historisches Korpus nicht wenig. Es ist natürlich nicht so viel, wie das Deutsche Textarchiv derzeit online hat, aber wir sind damit größer als vergleichbare Projekte, die beispielsweise in Bonn oder in Manchester aufgebaut worden sind. Die digitalen Texte sind nicht repräsentativ für einen Autor oder für ein Genre, auch nicht für eine Sprachlandschaft oder für eine Sprachperiode. Das heißt, der eigentliche Wert liegt eigentlich in der Annotation der Daten. Das heißt, die zusätzlichen Informationen, mit denen wir die Daten angereichert haben. Umso wichtiger erscheint es uns auch, dass diese Daten nachgenutzt werden und in einem größeren Zusammenhang zugänglich sind, damit sie auch unterschiedlichen Erkenntnisinteressen dienlich sind. Wesentlich dabei ist natürlich die Frage, wie die Daten aufbereitet sind. Dabei ist es wichtig, international empfohlenen Standards zu folgen. Die Abacus XML-Texte sind also gemäß der TDI erschlossen worden. Und Expertinnen unter uns finden genaueres dazu in der TEI Customization, die wir also veröffentlicht haben unter dem Menüpunkt Annotation in unserem Suchinterface. Was wurde annotiert? Einerseits haben wir eine strukturelle Annotation durchgeführt, das heißt, wir annotieren, was ist ein Titel, was ist ein Paragraph, wo ändert sich die Schrifttype, was ist eine Initiale und so weiter. Wir haben Personennamen und Ortsnamen gekennzeichnet, wobei wir bei den Personennamen unterscheiden zwischen mythologischen Personennamen, historischen und biblischen. Und wir haben die offensichtlichen Fehler im Text kommentiert. Diese Fehler können jetzt durch den Autor passiert sein, aber auch durch den Setzer oder durch den Drucker. Das heißt, unsere Codierung ist nicht nur dokumentarisch, sondern auch textkritisch. Und der letzte Punkt, über den ich dann länger sprechen möchte, wäre die linguistische Annotation, wo wir die Texte mit Sprachwissen angereichert haben. Hier möchte ich Ihnen noch drei Beispiele zeigen zur Textfehler-Annotation. Und zwar im ersten Beispiel, da geht es um Berge, um den Schöckel in der Steiermark, den Gasteiner in Salzburg, die Karawanken in Bayern. Und da kann natürlich nur das Karwendelgebirge zum Beispiel gemeint sein. Im zweiten Beispiel, Omnes Morimur, alle müssen sterben, stammt nicht aus dem 42. Kapitel des zweiten Buchs der Könige, sondern aus dem 14. Und ganz unten kommt Ihnen bekannt vor, wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte. Ochs und Esel stehen beim Haupt des neu geborenen Christkindles, das natürlich nicht neu geboren ist, sondern neu geboren. Wir haben das hier berichtet.
Jetzt würde ich Ihnen gerne berichten, wie wir bei der linguistischen Annotation vorgegangen sind. Einerseits möchte ich über die Theorie und die Praxis des Annotierens sprechen und andererseits auch über die Möglichkeiten, die sich daraus für uns ergeben. In Abacus besteht die linguistische Annotation aus folgenden zwei wichtigen Punkten, nämlich aus der Lemmatisierung, wo jede Wortform einem Lemma zugeordnet wird. Und der zweite wichtige Punkt ist das Part-of-Speech-Tagging, wo jede Wortform einer Wortklasse zugeordnet wird. Zunächst zur Lemmatisierung. Lemmatisierung ist für historische Texte, bei denen es noch keine orthografische Norm gibt, deshalb besonders relevant und von Nutzen, weil Nutzerinnen mit einem Suchbefehl alle Schreibvarianten im Text finden können. Ich habe Ihnen als Beispiel das Wort unermesslich aufgeschrieben, das heißt, man kann dann mit einem Suchbefehl alle Wortformen im Text davon finden. Das gilt aber nicht nur für die Schreibweisen, sondern das gilt eigentlich für das gesamte Flexionsparadigma. Wenn ich ein Lemma suche wie helfen, finde ich alle Formen im Text wie helfen, geholfen, helft, hilft, hilft und so weiter. Das heißt, die Motivation dieser Lemmatisierung ist eigentlich folgende, dass wir die Suche generalisieren können. Beim Ansetzen dieses Lemmas haben wir uns zunächst am Duden orientiert und die Worte, die im Duden nicht vorhanden waren, haben wir im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm nachgeschlagen. Allerdings kommen in Abacus auch über 1000 Belege vor, die weder im Duden noch im deutschen Wörterbuch verzeichnet sind. Ich habe Ihnen hier einige Beispiele aufgeschrieben, vor allem Adjektive. Und diese Worte wurden als Out-of-Vocabulary-Words gekennzeichnet. Ein Hindernis bei der Lemmatisierung sind die abrahamischen Sprachspielereien. Auch hierzu habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Im ersten Beispiel geht es um den Sündenfall, also Eva hat Adam den Apfel gegeben und dadurch den Tod in die Welt gebracht. Und deshalb hat es der Himmel für gut angesehen, dass Gottes Sohn sollte hier auf die Nuss essen, nämlich Kummernuss, Verfolgnuss, Betrübnuss, Gefängnuss. Und hier ist es eigentlich schwer zu entscheiden, geht es da um ein Nahrungsmittel wie Apfel und Nuss oder ist es nicht doch die Kümmernis? Und da sind wir wortwitzerhaltend vorgegangen, das heißt, wir haben in diesen Spezialfällen zwei Lemmata angesetzt. Das gleiche gilt für den unteren Fall. Da ist die Frage, ist es ein Friesländer oder ein Frissländer? Friesländer, dafür würde sprechen, dass es um Landsmänner geht. Andererseits geht es um Schlemmen und ums Prassen. Und deshalb haben wir sowohl den Friesländer als auch den Frissländer als Lemma angesetzt. Beim Part-of-Speech-Tagging sind wir den Richtlinien des Stuttgart-Tübingen-Tagsets gefolgt. Es gilt mittlerweile als de facto Standard und hat sich in der Forschungsgemeinschaft etabliert. Es ist wichtig, einen weit verbreiteten Standard dafür auszuwählen, weil wir ja auch wollen, dass dieses Korpus interoperabel mit anderen Sprachressourcen bleibt. Die Motivation für dieses Part-of-Speech-Tagging ist einerseits auch eine Generalisierung bei der Suche. Das heißt, ich kann zum Beispiel alle Interjektionen suchen, alle Nomen, alle Adjektive und so weiter. Aber ich kann auch die Suche spezifizieren, indem ich zum Beispiel die Wortform der suche, wie hier, aber nur in der Funktion eines Relativpronomens. Und dann bekomme ich alle Treffer, in denen der als Relativpronomen gebraucht wird. Das heißt, ich habe schon bei der Abfrage die Möglichkeit, Mehrdeutigkeiten auszuschließen.
die Kategorien in diesem Part of Speech Tagging mit dem Stuttgart-Tübingen Tagset waren fast ausreichend. Ein Problem für uns waren zunächst die kontrahierten Formen, für die wir uns erlaubt haben, das Inventar an Tags geringfügig zu erweitern. Und zwar weisen wir das auch im Register aus. Die meisten Wortformen hier sind also nach dem Stuttgart-Tübingen-Text zuordnenbar, aber es gibt auch diese kontrahierten Formen, für die wir auch eine Lösung finden mussten. Wir haben uns da in Analogie zu diesen APTR-ART was einfallen lassen. Das ist eine Kombination aus einer Präposition und einem Artikel, sowie aufs. Und bei uns kommen aber Wortformen vor wie meinest du, wirst du und so weiter. Und auch da haben wir Tags gebildet, die durch Zusammenrückung entstehen. Das heißt, das ist eine Zusammenrückung von einem finiten Vollverb mit einem Personalpronomen. Und das ist eine Zusammenrückung von einem Personalpronomen und einem finiten Auxiliarverb. Auf diese Weise konnten wir eben auch diese kontrahierten Formen einer Wortklasse zuordnen. Und genau diese Wortklassen können wir auch in unserem Interface dann abfragen. Ich möchte jetzt noch auf die Annotationsstrategie in Abacus zu sprechen kommen. Sie fragen sich sicher, ob man für diese Zuordnungen automatische Tools verwenden kann. Grundsätzlich ja, würde ich sagen, aber mit Einschränkungen. Denn die Sprachstufe ist einerseits zwar andersartig als die Gegenwartssprache natürlich, andererseits weist sie schon hinreichende Ähnlichkeiten mit heutigen Texten auf, sodass sich der Einsatz automatischer Tools auf jeden Fall lohnt. Obwohl Tools wie der Tweetagger, der zum Beispiel von Helmut Schmidt an der LMU in München entwickelt worden ist, obwohl der eigentlich nicht für historische Texte geeignet ist oder entwickelt wurde, sondern für Zeitungstexte. Historische Texte sind typische Non-Standard-Texte für den Sprachwissenschaftler, und zwar weil sie einerseits Lexeme enthalten, die heute unbekannt sind. Sie enthalten auch Flexionsmuster, die wir heute nicht mehr wählen würden. Und diese Sprachstufe kennt auch noch das Nebeneinander von verschiedenen Sprachvarianten, was für automatische Tools natürlich ein gewisses Problem darstellt. Das heißt, unsere Strategie war die folgende: Wir wollten in einem ersten Schritt so viel wie möglich an Daten automatisch generieren und zuordnen mit Hilfe des Tweetaggers. Und haben dann in einem zweiten Schritt versucht, diese Daten nachzubearbeiten mit Hilfe des Token Editor, zu dem ich gleich noch was sagen werde, um diese Sprachressource schrittweise zu verbessern. Bei all dem hatten wir eben die Vermutung, dass je mehr sorgfältig von uns korrigierte Datenbasis vorhanden wäre, umso leichter müssten sich auch jene Texte annotieren lassen, die also noch nicht getaggt worden sind und automatisch erst generiert werden. Bei der automatischen Annotierung haben wir dann tatsächlich Fortschritte erzielen können, indem wir die verlässlich von uns annotierte Datenbasis verwendet haben zur Annotation der noch nicht getaggten Daten. Und Barbara Krautgartner, meine Kollegin, hat festgestellt und berechnet, dass sich die Erfolgsquote in konkreten Fällen tatsächlich sowohl bei der Lemmatisierung als auch beim Part-of-Speech-Tagging über 10% steigern lässt. Wir haben auch folgende Beobachtung gemacht, dass nämlich der Tree-Tagger tendenziell vieles als NE, als Eigennamen, annotiert, dass er aufgrund der Graphie nicht kennt. Das heißt, wir haben dann mit den berichtigten Daten eine Tagstromanalyse gemacht, wo wir herausgefunden haben, dass eigentlich nur 18% der als NE getaggten Wortformen tatsächlich Eigennamen waren und der Rest verteilt sich auf alle anderen Wortklassen auch.
Das heißt, um das Kegging zu verbessern, muss man vor allem den Anteil unbekannter Worte verringern, indem man das zeitspezifische und genrespezifische Vokabular aber mit der Zeit eben erweitert durch die manuell korrigierten Daten. Dennoch bleibt aber der Korrekturbedarf von diesen automatisch generierten Daten enorm. Erleichtert wurde uns dieser Vorgang zwar mit dem Token-Editor, der anlassbezogen für dieses Abacus-Projekt weiterentwickelt worden ist, aber der Token-Editor ist eigentlich nur ein Tool, mit dem man die Wortformen vertikalisieren kann. Man kann sie damit filtern und man kann sie sortieren. Das ist zwar eine technische Erleichterung, aber dennoch ist die Korrektur sehr zeitaufwendig. In der Praxis des Annotierens zeigt sich nämlich, dass selbst hochfrequente Wörter, wie zum Beispiel in, kommt in unserem Korpus ca. 2500 Mal vor, von denen man annehmen möchte, dass in zum Beispiel immer eine Präposition ist in lateinischen Textzusammenhängen hier aber als FM, als fremdsprachliches Material zu taggen. Das heißt, in Wirklichkeit muss man jedes Token überprüfen und die Entscheidungen, die man dabei zu treffen hat, sind manchmal nicht ganz unkompliziert. Ich habe Ihnen aus unserer Annotationspraxis auch drei Zweifelsfälle mitgebracht. Im ersten Fall sind sich selbst Sprachwissenschaftler unsicher, ob dieses der Autor hat sich öfters vernehmen lassen, ob das der Infinitiv oder das Partizip eines Vollverbs ist. Das zweite Beispiel, das sehen Sie selber, der Regierungssekretario, der einerseits ein Nomen sein könnte, andererseits auch ein fremdsprachiges Material, das heißt, es steht irgendwie 50:50. Und hier unten sehen Sie, dass es oft auf Schreibweisen ankommt. Wir haben hier das Beispiel um Gottes Willen und wenn Willen hier groß geschrieben wird, ist es natürlich ein Nomen. Wenn Willen klein geschrieben wird und nachgestellt wird, ist es eine Zirkumposition rechts. Das heißt, diese Entscheidungen sind alle sehr komplex. Rückblickend gesehen wissen wir auch, dass Abraham aus Santa Clara ein schwerer Fall ist. Das haben nicht nur wir festgestellt, sondern auch Erhard Hinrichs und Thomas Sastroff, die anhand einer viel kürzeren Textstrecke festgestellt haben, dass es bei Abraham aus Santa Clara ungleich mehr Tagging-Fehler gibt als bei vergleichbaren Daten oder sogar bei noch älteren Daten. Und das liegt einfach an der Komplexität und an der Länge seiner Satzgebilde. Unser Resümee ist also das folgende, dass diese Annotationsarbeit bei historischen Sprachdaten wirklich eine sehr komplexe und anspruchsvolle Aufgabe ist, eine Forschungsaufgabe ist. Und jetzt möchte ich kurz Wolf Österreicher zitieren, der gesagt hat, dass eine Forschungsaufgabe ist, die ein profundes historisch-kulturelles Wissen, solide sprachhistorische Kenntnisse und Vertrautheit mit Texten und Texttraditionen sowie viel Feingefühl bei der Beurteilung erfordert. Ich behaupte also nicht, dass unsere linguistische Annotation jetzt gänzlich frei von Fehlern wäre. Ich spreche auch ungern von Gold Standard, obwohl ich annehme, dass wir mit unserer Datenqualität doch dem entsprechen könnten. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass sich unter den zigtausend Wortformen noch der ein oder andere Fall finden wird, der sich anders beurteilen ließe. Das heißt, obwohl wir ein standardisiertes Wortartenklassifizierungssystem verwendet haben, bleibt in der Praxis ein gewisser Teil Entscheidungsspielraum noch offen. Und Annotation ist in diesem Fall auch eine Form der Interpretation und das muss auch unseren zukünftigen Nutzerinnen bewusst sein in diesem Fall. Die linguistische Annotation, nicht die automatische, aber die Nachkorrektur der automatischen Annotation hat jedenfalls
so viel Zeit in Anspruch genommen und war so aufwendig, dass man unbedingt nach ihrem Nutzen und Mehrwert fragen muss. Einerseits ergeben sich dadurch natürlich viele Abfragemöglichkeiten, das heißt, ich kann nicht nur nach Wortformen suchen, sondern auch nach Wortart und Lemma. Ich kann Phrasen suchen, ich kann kombiniert suchen und mit weiteren Tools lassen sich natürlich noch komplexere linguistische Abfragen an die Daten stellen. Aber mit der sorgfältig korrigierten Datenbasis können wir auch den Erfolg automatisch erzeugter Taggings messen. Wir können möglicherweise den Erfolg verbessern und damit zur Optimierung von bestimmten Annotationstools beitragen. Das heißt, in Zukunft kann all das dazu beitragen, dass wir künftig weitere Texte aus dieser Zeit möglicherweise effizienter annotieren werden können. Das heißt, das Potenzial dieser Ressource liegt auch in ihrer Wiederverwendbarkeit, dass wir selbst, aber auch andere Forscher diese Daten verwenden können, um damit verschiedene Erkenntnisinteressen beantworten zu können, weil da eben sehr viel bereits erarbeitetes Wissen über den Text in diesen Texten gespeichert ist. Nachdem wir nicht alle Fragestellungen, die an diese Datengrundlage herangetragen werden, antizipieren können, sind wir grundsätzlich davon ausgegangen, dass die am weitesten verbreitete Art der Nutzung vermutlich immer noch in der Suche besteht, im Lesen und im Browsen. Und wir haben uns daher für diese Benutzeroberfläche entschieden, weil sie dazu geeignet ist, einem abrahamischen Buchtitel folgend, nämlich etwas für alle, zu bieten, indem sie mehrere Möglichkeiten der Nutzung eröffnet. Sie sehen also hier die Möglichkeiten, die sich bieten. Wir haben ein Menü, wir haben die verschiedenen Indizes, wir haben die Bücher mit Inhaltsverzeichnis und Metadaten dazu. Wir haben einen Vorschlag zur Zitation gemacht, in der Mitte die Suchmaschine und die Konkordanzanzeige und dann hier eben die synoptische Ansicht von elektronischem Text und Faksimile und jedes Wort ist mit diesem Lemma und BOS-Tag unterlegt. Die Funktionalitäten basieren auf dem Publikationsframework Corpus Shell, das bei uns am ACDH entwickelt und weiterentwickelt wird. Das heißt, für einen Leser bietet sich der Zugriff auf ein Werk, möglicherweise über ein Inhaltsverzeichnis. Er kann sich dafür entscheiden, ob er im Frakturtext lesen möchte oder im elektronischen Text. Er kann blättern und sofern das gewünscht ist, wenn er zum Beispiel sein Textverständnis verbessern wollte und hier auf ein Wort stößt wie Need und hungrig sein, wenn er hier mit dem Cursor über diese Wortform fährt, sieht er also, dass Need eine alte Form von müde wäre. Für die Leute, die in diesem Korpus suchen wollen, bieten sich auch mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es also die Register mit Wortformen, Lemmata, Wortarten, Personennamen, Ortsnamen. Und auch diese Suchleiste, deren Funktionalität ich vorher schon vorgestellt habe, die auch über eine Autovervollständigungsfunktion verfügt. Als wir Abacus also vor rund einem Jahr online gestellt haben, haben wir die Nutzer gebeten, einerseits das Korpus korrekt zu zitieren. Wir haben auch aufgefordert, uns Mängel mitzuteilen. Wir wollten auch wissen, wozu User des Korpus befragt haben. Und wir haben angeboten, die Daten auch im TI-XML-Format auf Anfrage weiterzugeben. Von den ersten Rückmeldungen her zu schließen, ist uns dieses Etwas für alle, das wir eigentlich beabsichtigt hatten, auch gelungen. Von diesen Tweets auszuschließen, haben sich also Religionswissenschaftler,
Schriftstellerinnen gemeldet, Historikerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, Literaturwissenschaftlerinnen und erstaunlicherweise auch viele Abrahama Sancta Clara Leserinnen, die Freude daran haben, in diesen Texten zu lesen oder diese Texte auch zu zitieren. Viele User haben auch Gefallen an der Art der Aufbereitung gefunden. Die Kommentare reichen von Older is cooler über quellengerechtes Design bis zur angenehmen Abwechslung im Website einerlei. Und wir sind natürlich froh, dass auch die Sprachwissenschaftler unseren Annotationsaufwand entsprechend gewürdigt haben. Weitere Anfragen haben sich auch ergeben, die sich auf die Datenbasis selbst beziehen. So hat sich zum Beispiel das Projekt Transcribus gemeldet, das unsere validierte Datenbasis zur Verbesserung der Handwritten Text Recognition verwenden möchte. Es hat sich die Bayerische Staatsbibliothek München gemeldet und gefragt, ob eine Verwendung im DFG-Projekt zur Verbesserung der OCR möglich wäre. Und das Deutsche Textarchiv hat angefragt, ob es unsere Daten dazu verwenden dürfte, die eigenen automatischen Tools zu verbessern. Das heißt, für mich und das Projektteam steht jetzt schon fest, dass im Idealfall auch ein kleineres, aber sorgfältig annotiertes Korpus mit schönen und validierten Daten dazu beitragen kann, größere Vorhaben zu befördern. Ich sehe das auch als eine Maßnahme, wie man die Abacus-Daten nachnutzen kann und wie man ihnen ein Weiterleben sozusagen auch für längere Zeit sichern kann. Was kann ich noch dafür tun, dass diese schönen Daten nicht sterben, sondern in größere Zusammenhängen aufscheinen? Wir haben Abacus beworben über verschiedene Mailinglisten, in Vorträgen natürlich und auf verschiedenen Portalen. Sie sehen hier einerseits das Portal von der ÖRW, die natürlich Werbung für uns gemacht hat. Die Abacus-Daten selbst befinden sich auch im Language Resource Portal und sind damit Teil des Virtual Language Observatories, über das die Daten auch abgefragt werden könnten und sind daher auch ein Showcase in der Forschungsinfrastrukturinitiative Clarin. Was noch ganz wichtig war, ich habe Verlinkungen hergestellt, beispielsweise von der Abrahama Sancta Clara Wikipedia-Seite, wo man natürlich auch zu seinen Werken, die online stehen, finden soll. Ich habe eine Verlinkung hergestellt von Wien Geschichte Wiki. Wir haben uns zum Teil sehr originelle Werbemaßnahmen einfallen lassen bei Konferenzen, wo Leute dazu aufgefordert waren, ein eigenes Memento Mori Picture zu machen. Wir haben dazu also auf Lebensgröße den Kupferstich von Merx Wien als Poster ausgedruckt und wir haben einige Bookmarks auch erstellt, von denen inzwischen auch noch welche übrig sind. Ja, abschließend möchte ich noch einen kurzen Ausblick geben auf das, was wir vorhaben. Für den Weiterbestand der Daten besonders wichtig wird sein, dass diese Web-Applikation weiter gepflegt wird. Um ihre Nutzbarkeit nämlich sicherzustellen, ist es wichtig, solche Systeme dauerhaft, das heißt auch über die Projektlaufzeit hinaus, zu betreuen, so wie es den Bedürfnissen dieser Ressource auch entspricht. Denn nur dann können diese digitalen Leistungen auch zitierfähig bleiben und nur dann bleibt auch der dahinterstehende wissenschaftliche Aufwand in dieser Form sichtbar. In den letzten Jahren haben wir uns auch ein profundes Wissen über diese Sprachstufe angeeignet. Wir haben also automatische Tools an diesen Texten erprobt. Wir haben damit an einem Methodeninventar für Non-Standard Varieties gearbeitet. Und wir haben außerdem Vorschläge zur Erweiterung des Stuttgart-Tübingen Textsets eingebracht. Und wir können mittlerweile periodenspezifische Herausforderungen, die damit verbunden sind, viel besser abschätzen. Das heißt, wir möchten uns zukünftig auch noch stärker mit Experten von anderen Disziplinen vernetzen,
mit denen wir im Fachbereich Early Modern Digital Humanities herausfinden möchten, wie digitale Methoden eingesetzt werden können, insbesondere für Texte aus der frühen Neuzeit. Ein weiteres Ziel wäre natürlich, die Textbasis auch zu erweitern. Im Moment, ich weiß nicht, wie schnell wir das in absehbarer Zeit schaffen können. Geplant sind derzeit noch 3 Nachrufe auf Abrahamer Sancta Clara online zu stellen, die also zu seinem Tod 1709 erschienen sind. Eine Erweiterung wäre aber eigentlich in mehrere Richtungen denkbar. Einerseits gibt es noch genügend Memento Mori-Material, aber es gäbe natürlich auch genügend Werke von Abrahamer Sancta Clara, so viele, dass es bislang eben noch keine Gesamtausgabe seiner Werke gibt. Das könnte ein Anfang dazu sein. Ja, mit Blick auf die Uhr möchte ich meinen Vortrag hier schon beschließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie möchten, könnten wir jetzt zur Nachspeise übergehen. Ich habe für heute Anlass gezogen, diese Memento Mori Cupcakes produzieren lassen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie sich eins nehmen wollen. Ich stehe dann selbstverständlich für Ihre Fragen zur Verfügung und nach ein bisschen Zucker kann ich vielleicht auch Antworten auf Ihre Fragen finden. Dankeschön.